So, da. Willkommen zurück zu Yakuza 3, 6, Kapitel 2. Das Leben erblüht erneut. まさかじゃない。名前はハルトだ。あれ。つまりこの子はハルカの子だ。まさか。そんな。 名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。それは自分の子だからこそ。なら父親は？この子の父親は誰なんだ？わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。 彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥かがいつから神室町に来てたのかも分かってない。そのあたりは全部遥かの意識が戻らねえと。回復の見込みは？今は何とも。悪いが、下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。 今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろまだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ。本庄さんだったな。うん。遥かが事故に遭った場所はどこなんだ。何のつもりだ。 あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方。何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずのハルカがいつの間にか神室町に来て事故にあった。 わけがわからねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それ何より本当にこの事故は偶然なのか。ハルカが誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ。絶対 待て。いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, ich kann in diesen Ladesequenzen pausieren. Aber nein, das kann ich natürlich nicht. Also, hallo Chef. Das ist Übersetzung. Also, das ist anscheinend, ist es Harukas Sohn, weil er heißt Haruto. Weil sie machen das fest daran, dass es ein einziges bestimmtes Stück Stoff gibt, wo Haruto Sawamura draufsteht, also Harukas Nachname. Das Ding ist aber halt... Okay, warte, kommen wir erstmal zur Übersetzung. Dann ging es halt auch ein bisschen hin und her, dass der olle zweite Detective hier Honcho, der will mal kurz nochmal zum Platz des Unfalls gehen, da gibt es noch irgendwie ein paar unbeantwortete Fragen. Kyo will wissen, wo das ist. Honcho sagt, ja, das ist aber eigentlich nicht dein Ding, bringt da nichts, wenn du da hinfährst.
Das halte ich da mal raus, du komischer Ex-Yakuza hier. Dann sagt Date, hier beruhig dich mal. Und dann fängt Kiyu in so einem kleinen Monolog an mit, naja, wer auch immer das getan hat, dass da wird es keine Vergebung für geben, wenn es denn kein Unfall war. Und das warum zur Hölle war sie überhaupt hier? Sie hätte in Okinawa sein sollen. Und zwischendurch hat Date noch sowas gesagt wie, dieses sich vor das Kind werfen, das kann nur die Liebe einer Mutter tun. Also erstmal halte ich das ein bisschen für Quatsch. Aber das ist einfach vielleicht so ein japanisches Klischee, irgendwas, keine Ahnung. Zweitens, weil Haruka vorher als Charakter etabliert wurde, die sich für random Leute, zum Beispiel einen Hund oder irgendwelchen anderen oder beliebigen Leuten auf der Straße quasi vors Auto werfen würde. Insofern würde ich den Teil jetzt auch nicht sagen. Wahrscheinlich ist es am Ende so, aber würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn am Ende rauskommt, nein, wir haben euch reingelegt, das war gar nicht Harukas Sohn, den hat sie nur adoptiert. Oder das ist irgendein random Kind, das sie gefunden hat oder irgendwie in Umständen dazugekommen ist und der gestickte Name war das Geschenk von irgendeiner anderen Person, um das irgendwie gefühlt offizieller zu machen, aber an sich gibt es da nichts. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das bei den Japanern läuft, aber zumindest in Deutschland ist es ja quasi unmöglich, ein Leben zu beenden oder anzufangen, ohne dass irgendwie die Behörden damit interagieren. Klar kannst du natürlich in irgendeinen österreichischen Keller was reinwerfen, aber an irgendeinem Punkt wird es da irgendwie Interaktion mit irgendeiner Behörde geben. Naja, das ist so viel dazu. Ja, und dann, nachdem Kiyu seinen langen Spruch gemacht hat, hat oder Honshu immer da, warte, kannst mitkommen. Ich zeig dir, wo der ist. So, es wäre schon sehr was offensichtlich für ein Yakuza-Spiel, wenn es wirklich ihrs wäre. Ich meine, auf dem Cover hat sie es. Das Ding ist halt auf dem Coverbild, wonach ja immer, das ist sich viel bewährt, auf dem Coverbild hat sie halt dieses Kind in den Armen und rennt damit herum. Es kann natürlich sein, dass jetzt die ganze Haruka-Story nochmal als Back quasi zurückerzählt wurde und wir quasi zwei Zeitstränge spielen. Einmal Kiyu jetzt, weil wir haben ja im Prolog diesen Hiroshima-Kiyu gehabt, der da irgendwie landen muss, wo sich allein um das Kind kümmern. Das heißt, Haruka war zu dem Zeitpunkt nicht da. Könnte also durchaus sein, dass Haruka jetzt einfach stirbt, was ziemlich doofes Ende wäre für einen Charakter, der so lange aufgebaut wurde, aber naja, wir würden zumindest in ernster tun in der Lage. Naja, whatever. Irgendwo muss ja das Drama herkommen. Na gut, gucken wir erstmal, wie es weitergeht. Das ist von einer Zwischenzeit ins nächste. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass ich eventuell vielleicht meinen Nebenquest-Kanon versaut habe, weil ich war nicht bewusst, dass das erste Kapitel so schnell zu Ende ist. Weil ich hatte ja noch diese eine Quest mit dem größten Fan von Haruka, wo ich noch irgendwelches Spielzeug finden wollte. Ich hoffe, das kann ich jetzt noch weitermachen, wenn ich hier immer mal wieder frei rumrennen kann. Also das nächste, wenn ich wieder frei rumrennen kann, versuche ich erstmal eine Nebenquest zu suchen. So, hallo Slytherin Boy, long time no see. Hier. Sawamura Haruka war ein Kind, das in diesem Hodo lief. Da kam ein grünes Sedan aus dem Hintern. Das Auto war aus dem Unterparkplatz aus dem Autodämmer und hat die Bar zerstört. Der Mann, der auf dem Auto war, 20代くらいの若いチンピラ風で親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとすると、そいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今のカムロ町には、他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア、西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東上界の六代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東上界が、そのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋界はそう思っている。中国人マフィアどもが街中に散って、東上界のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。東上界も中国人と見りゃ仇だろうが町から追い出しにかかってる。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも有象無象の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは東上界、西洋界以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。ん？
韓国マフィア、ジンゴン派だ。ジンゴン派。ジンゴン派はカムロ町に二度進出して東城会に叩き潰されている。一度目は30年以上前、そして二度目は10年前。その時はあんたも東城会とジンゴン派を潰すのに一役買ったはずだな。もうずいぶん昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東城会への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。 Oh, das ist ein cooler Übergang. Okay, das ist neu. Wir können der erweiterten Technik verdanken, dass jetzt solche Dinge passieren, dass es aus der Videosequenz quasi rauszoomt und wir direkt in Action sind. Also was er gesagt hat, ist, dass es genau hier passiert ist, das kam ein Auto aus der Tiefgarage raus und da hat sie halt einfach nur umgeholzt, also da vorne. Und es war irgendein eigensamer Gänger. Es ist nicht ganz klar, ob er zum Tojo-Clan oder zu den Triaden gehört, weil der ganze Konflikt geht schon ein bisschen länger, weil vor 3 Jahren wurde ein Typ namens Jimmy Lo getötet, der anscheinend der einzige Sohn und designierte Nachfolger der Sanyu-Triade war, also die Typen, die hier aktiv sind. Und seitdem sind die ein bisschen sauer. Und der Tojo-Clan geht gegen alle chinesischen Immigranten vor. Aber in dem ganzen Chaos haben sich so einige andere Gangs zusammenformiert und sind von außen reingekommen. Und außerdem sind auch die Koreaner auch da. Also die kennen wir bereits von Jingwong Clan, die haben wir schon mal gesehen vor einiger Zeit. Und die könnten eventuell auch irgendwie sauer sein. Das ist nicht ganz klar, ob das nicht vielleicht doch irgendwie Kyu gehört, obwohl es von der Parkgarage rausfahren, jemand umzuholzen. Das ist natürlich ein bisschen unkonventionell, ne? Naja, auf jeden Fall jede Menge bewegliche Teile hier. Und das Kyu, und Olo Honcho hat ihn geraten, wenn er länger halt unterwegs ist, dann soll ihn Kyu, sich ein bisschen aufpassen. So, dann gucken wir mal, ob wir mit Leuten reden können. Wir sehen... Ja... Tja, Autosporen, das Auto ist wahrscheinlich hier runter und ist dann abgebogen. Aber warum würde er so rücksichtslos fahren? War er wirklich so sehr in Panik? Da vorne hat es ziemlich... Obwohl, es ist eigentlich gar nicht viel Blut, ne? Das ist relativ wenig. Blutspuren. Das muss der Ort sein, an dem Haruka vom Auto erwischt wurde. Hier ist er langgelaufen. Er versucht aus dem Weg zu gehen, aber es gibt keinen Kommen. Alles, was sie machen konnte, war, sich um das Kind zu werfen und ihn sicher zu halten. Verdammt. Schau dir das an, das sind ja Bremsspuren auf der ganzen Straße. Nachdem er Haruka getroffen hat, hat er versucht zu bremsen, aber er hat sich dann doch nochmal anders überlegt. Er muss ziemlich in Eile gewesen sein. Er hat noch nicht mal angehalten, um zu prüfen, ob die junge Frau, die er getroffen hat, noch am Leben ist. Wo willst du hinaus? Denk darüber nach. Nimm mal an, der Fahrer war hinter Haruka her, um Rache an dir zu üben. Würde er nicht sicher gehen wollen, dass sie tot ist? Aber in diesem Fall hat der Täter das nicht getan. Es kann nur einen einzigen Grund geben. Dein Yakuza Hintergrund hat nichts damit zu tun. Es war nur ein ärgerlicher Unfall. Sie war an der falschen Stelle am falschen Ort. Du solltest dich, das kannst deine Gedanken doch ruhigen. Aber dieser Fahrer, der ist immer noch wieder raus, nicht wahr? Das ist wirklich so einfach, für einen normalen Schläger vom Gesetz zu entkommen, diese Tage? Die Polizei bemüht sich sehr, ihn zu finden. Es ist ein bisschen früh zu sagen, dass er entkommen ist. Nebenbei bemerkt, vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber du wirst beobachtet. Der Typ da mit dem Hut? Wie lange geht das schon so? Er ist mir gerade erst aufgefallen, aber er hat auf jeden Fall versucht, dich zu aufzunehmen. Ob er mich im Auge behält? Oder guckt er sich den Ort des Überfalls an? Was wirst du tun? Ich werde mit ihm reden. Wenn er mich interessiert ist, dann sollte ich mich persönlich vorstellen. Naja. Sah auf den ersten Blick ein bisschen aus wie unser einer Freund aus dem Vorgänger. Achso, wir kennen den Automaten, aber das ist der andere Fall. Die Musik macht es aber wieder sehr spannend hier, ne? Steht der Typ immer noch da? Das heißt, ich kann nicht mehr rennen, indem ich einfach normal klicke, oder? Ja, ich bin jetzt da. Alles sollte gut laufen. Hey.
Was machst du hier? Verdammt! Warte! Oh nein! Da habe ich jetzt ja gar keine Zeit für. Oh. Tomare! Tomare? Tomeru heißt warten, aber ich kann keine Verben konjugieren in Japanisch. Insofern heißt es wahrscheinlich. Boah, ja, hatte nicht, wie das hier aussah. Heißt es wahrscheinlich. Ist das wahrscheinlich die Ausrufungsform von warten? Das kommt auch vor, wenn man nur Kanji lernt, aber keine Grammatik. Er ist nicht besonders fitter Typ, oder? Aber Kiyo, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht verlieren. Was ist das hier für eine Baustelle? Say? Was mich übrigens richtig am Japanischen ärgert, ist, dass diese Sprache quasi unbenutzbar ist, weil gefühlt 1000 Wörter. Jetzt wird der auch angefahren! Wollt ihr mich rollen? Wer zur Hölle bist du und warum spielst du mich aus? Ich hab dich ausspioniert. Ich beschütze dich. Ich schwöre es. Vierter Vorsitzender. Ah, Toru-Clan. Ja, ich bin von der Somea-Familie, einer der Unterclans. Somea? Bitte vergib mir, vierter Vorsitzender. Mein Boss hat mir das befohlen. Er wollte, dass ich in den Schatten bleibe, ungesehen bleibe. Aber ich bin erst heute in Kamurocho angekommen und niemand vom Toujo-Clan wusste, dass ich hier bin. Das macht keinen Sinn. Woher konntest du wissen, dass ich hier bin? Ich war mir selber nicht ganz sicher. Ich habe einen anderen Befehl befolgt. Er hat gesagt, ich soll in dieser Gasse warten. Du würdest auftauchen. Er hat mir auch so gesagt, was sehr bedeutend für dich war in diesem Unfall. Mein Boss scheint eine Menge über dich zu wissen. In der Tat. Und wo genau ist dein Boss? Wo kann ich den Patriarchen der Somea-Familie treffen? Ich habe Kontakte, die mir das erzählen können, wenn du es mir nicht tun willst. Aber ich würde uns gerne Zeit sparen. Wenn du insistierst, mein Boss ist erst im Hauptquartier. Er hat gesagt, erst in einem Treffen mit handelnden Vorsitzenden Tsugagi. Das verdammte Tojo-Hauptquartier, da wollte ich da eigentlich nie wieder hin. Stimmt was nicht? Ich habe gerade 3 Jahre noch verbracht, im Gefängnis herumzusitzen, um diesen Gestank des Todes loszuwerden. Ich bin gerade mal für ein paar Tage draußen und ich werde schon wieder reingezogen. Was weiß der Sumio-Patriarch über diesen Unfall? Sieht so aus, als wären die Antworten im Hauptquartier des Tojo-Clans. Ich sollte ein Taxi finden. Ja, oder wir machen das nicht, weil das... Achso. So, kann ich Nebenquests machen? Ich kann in der Tat nicht Nebenquests. Oder werden mir die Nebenquests einfach nicht angezeigt, du Schakart, oder da hinten ist? Achso, ein Donkey Shot. Okay, doch, ich kann meine eigene Nebenquest machen. Okay, gut, dann machen wir erstmal unsere eigene Nebenquest. Hier mitten in diesen doch recht spannenden Dings. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, Geld zu verdienen, was irgendwie langsam aber sicher ein Problem wird, ne? Aber ich kann ehrlich mal leveln. Attack. Ich habe gehört, Angriff ist die größte Verteidigung. Boost Defense? Achso, ich hätte mal Dash Attack? Ja, Dash Attack. Dash Attack klingt bestimmt super. Mehr Fähigkeiten, ist mehr Zeug, das ich beim Button Smashing treffen kann. Das kann nie verkehrt sein, ne? Was ist das hier noch? Warte mal. Essence of Chopstick Mastery. Ja, das lohnt sich bestimmt total, die Essence of Chopstick Mastery zu lernen, weil ich so oft mit Chopsticks rumrenne, ne? Equipment, ja gut. Naja. Judy, dann machen wir mal. Gucken wir zum Tojo-Hauptquartier, aber erstmal versuchen wir diese Nebenquests zu Ende zu bringen. Beim nächsten Mal.